Kilometer See, wenn wir den für uns möglichen weltumspannenden geistigen Horizont gewinnen, meine nicht den Himmel oder im Abstrakten, sondern den ihr Erdenmenschen auch notwendigen, auch hier auf der Erde. Unsere wirtschaftliche Entwicklung ist in den letzten Jahrzehnten unterstützt von deutschem Fleiß, deutscher Wissenschaft mit Riesenschritten vorwärts. Darin lag der Stein des Anstoßes für England. War umso stärker, je mehr seine Fröstfang lag, die ganze Welt als die Krone betrachteten, auszupressen, das alleinige Monopol ist. Doch ehe wir eine in Betracht kommende Seemacht hatten, noch eher ein Fröstiges da war, das ist festzuhalten, hat eine politische Gruppe in England zusammen, die auf ihre Fahne zieht, der Wahlgang hätte den Händler. Erklärte Seesperre durch die U-Boote. Keine Vergeltungsmaßregeln. Und so, obwohl wir sie bei dem brutalen Zerreißen alles Seerechts durch England wohl als solche bezeichnen können. Unsere Seesperre ist vielmehr unser legales Recht. England sieht aber aus einer gewissen puritanischen Gedankenrichtung heraus. Alles als Unrecht und sogar als Frevel an. Oh.
Entwicklung, unserer Industrie, unseres Handels und des Sports. Wir kämpfen zusammen, dass wir den absoluten Faden der Ansagen, der Aufgaben und auf die See hinausgehen. Nur durch starke Berührung mit der See können wir den für uns möglichen, weltumspannenden geistigen Horizont gewinnen. Weit nicht in den Himmel oder im Abstrakten, sondern sehen wir die Erdenmenschen auch notwendig, auch hier auf der Erde. Unsere wirtschaftliche Entwicklung sind in den letzten Jahrzehnten unterstützt von deutschem Fleiß, deutscher Wissenschaft, betrieben, kämpfen, fordern. Darin lag der Stein des Anstoßes für England. Und zwar umso stärker, je mehr seine Trotzmagnaten die ganze Welt als die Krone betrachteten, die auszubrechen, das alleinige Monopol ist. Doch ehe wir eine in Betracht kommende Seemacht hatten, noch ehe ein sonstiges Star war, das ist festzuhalten, hat eine politische Gruppe in England zusammen, die auf ihre Fahne schrieb, Germanland hätte den Ländern. Die von uns erklärten Seesteuer durch die U-Boote.
suffered the heaviest damage at sea we have met during the war. The British were stunned. The Navy was their deepest pride. 4 centuries of decisive victory lay behind the Royal Navy. In 1916, the British people expected no less. Instead, Germany's Navy had had the best of an indecisive battle. German ships had proved stronger, more deadly fighting machines.